Dune. Arrakis, der dritte Planet von Canopus, auch der Wüstenplanet genannt, ist eine so unwirtliche und öde Welt, dass organisches Leben darauf unmöglich scheint. Auf diesem Planeten, mit seinem grausamen Klima, können die Bodentemperaturen leicht 350 Grad erreichen und Fauna und Flora müssen ums Überleben kämpfen. Der Planet ist, abgesehen von den Polen, mit endlosen Sanddünen bedeckt, die nur ab und zu von schroff aufragenden Felsen unterbrochen werden. Dazu gibt es riesige Flutsandbecken und die Luft ist oft gesättigt mit Sandkörnern, die auch in das kleinste Maschinenteilchen eindringen. Häufig jagen ohne jegliche Vorwarnung schwere Sandstürme mit hohen Windgeschwindigkeiten über die Ebenen und begraben alle Lebewesen unter sich, die nicht rechtzeitig Schutz suchen konnten. Dennoch gibt es Leben auf Arrakis. Kleine, unterirdisch lebende Tiere können in diesem Hochofenklima fortbestehen. Die Kängurumaus, der Wüstenfuchs, der Wüstenhase, die Sandschildkröte sowie unzählige Insektenarten, die sich in der glühenden Hitze wohlfühlen. Und dann gibt es noch die Sandwürmer, Shai-Hulud, die alten Männer der Wüste. Riesige Würmer, die eine Länge von mehreren hundert Metern erreichen können. Jeder Wurm verteidigt eifersüchtig sein Territorium. Er kann sich mit großer Geschwindigkeit über den Sand bewegen oder sich durch den Untergrund bohren, um alles, was Schwingungen erzeugt, anzugreifen. Auf Arrakis gibt es auch intelligentes Leben, das Stammesgeschlecht der Fremen, das im steten Kampf gegen die Elemente zu einer kargen Lebensführung gezwungen ist. Die Fremen sind verwegen, lieben ihre Unabhängigkeit und sind sofort an ihren blauen Augen zu erkennen, die durch das nur auf diesem Planeten vorkommende Gewürz Melange hervorgerufen wird. Wasser ist die kostbarste Substanz auf Arrakis und die Fremen versuchen, es unter allen Umständen zu bewahren. Sie tragen deshalb einen speziellen Anzug, der die Körperflüssigkeiten sammelt und zur Wiederverwendung aufbereitet. Mithilfe eines Filter- und Wärmeaustauschverfahrens können die Destillanzüge vom Körper ausgeschiedenes Wasser wieder verwerten. Aufgrund der enormen Bedeutung, die das Wasser im Leben der Fremen hat, haben sich viele Rituale und Überlieferungen gebildet, bei denen Wasser im Mittelpunkt steht. Die Körperflüssigkeiten eines Individuums werden als dem Stamm gehörend betrachtet und daher beim Tod des Individuums in einem rituellen Vorgang dem Körper des Toten entzogen und aufbewahrt, während das Ausspucken als ein Zeichen des Respekts gilt. Jahrhundertelang kämpften die Fremen lediglich um ihr Überleben, doch eines Tages kam ein Mann nach Arrakis, der einen Traum mitbrachte und damit das Leben der Fremen und ihrer Umwelt für immer veränderte. Bardet Kynes war ein Ökologe, vom Imperator nach Arrakis gesandt, um dort Forschungsarbeiten durchzuführen. Kynes erkannte sofort, dass der Planet unerhörtes Veränderungspotenzial aufwies und den Bewohnern ein besseres Leben ermöglichen könnte. Kynes entwarf seine Vision einer Welt, die mit Vegetation bedeckt ist und Wasser im Überfluss besitzt. Von Kynes Begeisterung und seinem Glauben an die Verwirklichung des Traums mitgerissen, machten die Fremen sich daran, die Wüste zu erobern, indem sie Auffangbecken bauten, die unterirdisches Wasser sammelten und Windfallen aufstellten, die die Luftfeuchtigkeit auffangen sollten. Niemand begibt sich freiwillig auf einen Planeten wie Arrakis, oder? Einen Grund gibt es. Die nur auf diesem Planeten vorkommende Substanz, Gewürz oder Melange genannt, die momentan zu einem Preis von 620.000 Solaris pro Dekagramm verkauft wird. Das Gewürz, das einen zimtähnlichen Geruch verströmt, wird in einem komplizierten und zum Teil noch unerforschten Prozess durch die Sandwürmer gebildet und wie Erz abgebaut. Das Gewürz hat lebensverlängernde Eigenschaften und angenehme Nebenwirkungen, doch der eigentliche Grund für seinen hohen Wert ist seine Fähigkeit, die Navigation im tiefen All zu ermöglichen. Aus diesem Grund erfreut sich das Gewürz großer Beliebtheit und Nachfrage bei allen Völkern des Universums, das wie ein riesiges Feudalreich mit einem allmächtigen Autokraten und einer gigantischen Korporation, die sich in den Händen mehrerer Häuser befindet, regiert wird. Der Imperator verleiht die Schürfrechte, die von allen sehr begehrt sind. Als der Imperator dem Haus der Atreiden, die seit vielen Generationen auf Kaladan wohnten, die Schürfrechte anbot, konnten diese das Angebot nicht ausschlagen. Besonders da diese Rechte einst ausschließlich in den Händen des Hauses Harkonnen lagen, der eingeschworenen Feinde der Atreiden, die schon seit mehreren Generationen eine Fehde oder Kanli gegen sie führen. Bisher haben nur die Harkonnens von der Gewinnung des Gewürzes profitiert, während die Fremen als Sklaven zu seinem Abbau herangezogen wurden.
Die Atreides konnten sich die Chance, die Schiffrechte auf Arrakis zu erwerben, nicht entgehen lassen, obwohl sie sich bewusst waren, dass dort Misstrauen, Verrat und Konflikt auf sie warteten. So verlegte der Herzog Leto sein Haus auf dem Planeten Arrakis, zusammen mit seiner Frau Jessica und seinem 15-jährigen Sohn Paul. Dieser zeigte trotz seiner jungen Jahre gute Führungs- und Kampfeigenschaften, aber er besaß auch besondere Kräfte. Kräfte, die er selbst nicht genau verstand und die ihm seine Mutter vererbt hatte, die aus der mächtigen weiblichen Sekte der Bene Gesserit stammte. Diese Kräfte musste er weitaus eher einsetzen, als man geahnt hatte. Sie übernehmen nun die Rolle von Paul Atreides, dem Sohn des Herzogs Leto. Sie sind gerade mit ihrer Familie auf dem Wüstenplaneten eingetroffen, da der Imperator ihnen das Recht verliehen hat, die kostbarste Substanz des gesamten Universums abzubauen, das Gewürz Melange. Früher besaßen die Harkonnens, die eingeschworenen Feinde ihres Geschlechtes, diese Rechte und sie kontrollieren immer noch ein Drittel des Planeten. In der Rolle Pauls müssen sie die eingeborenen Bewohner des Planeten, die Fremen, die von den Harkonnens versklavt wurden, für ihre Sache gewinnen und mit ihnen in einen Krieg ziehen, um den Planeten von allen Harkonnens zu befreien. Die Fremen haben eine alte Prophezeiung über einen Mahdi, der kommen wird und den Fremden den Weg ins Paradies zeigen wird, und einen Lisan al-Ghaib, Stimme aus einer anderen Welt, die die Fremen aus der Sklaverei führen wird.